Hallo, ich bin Jonas Tumbrink. Ich unterrichte Englisch und Geografie auf Englisch am Sophie-Charlotte-Gymnasium hier in Berlin. Und ich habe das Material Warum Armut in meinen beiden Grundkursen in der 12. Klasse bereits ausprobiert. Ja, das Material heißt Warum Armut? 6 Dokumentarfilme und 15 Kurzfilme. Das ist dieses Jahr rausgekommen, soweit ich weiß. Und ja, da geht es eigentlich die ganze Zeit um das Thema Armut und das weltweit auch. Also es wird nicht nur ein spezifisches Land oder eine Region besprochen, sondern Armut generell auf der Welt. Und ja, diese 6 Dokumentarfilme sind länger, ungefähr 60 Minuten. Und die 15 Kurzfilme sind so zwischen 2 und 7 Minuten lang. Einsetzbar ist es vor allem in der Oberstufe, soweit ich meine Erfahrung jetzt hier darlegen kann. Aber einige der kurzen Filme, der so 2- bis 8-minütigen Filme, kann man bestimmt auch in der Mittelstufe einsetzen. Also ich habe bisher den längeren Dokumentarfilm Armutszeugnis, Geschichte des Elends in der Welt eingesetzt und das in meinen beiden Geografie-Grundkursen. Das hat sich jetzt angeboten, weil im Moment das Semesterthema Entwicklungszusammenarbeit ist und ja, wir so ganz gut über Armut in der Welt sprechen konnten. Das hatten wir auch schon vorher getan. So hatten die Schülerinnen und Schüler schon einige Vorkenntnisse und dieser Film Armutszeugnis hat sich da sehr schön angeboten, weil er so viele Themen anreißt und wir somit über ja, das vorherige Gelernte sprechen konnten, aber auch über Ausblicke. Also es ging auch um Ausblicke, also um weitere Facetten des Themas Armut, die Schülerinnen und Schüler noch nicht kannten. Ich habe mich an die didaktischen Hinweise gehalten, die es online gibt. Und ja, da habe ich dann aus den verschiedenen Vorschlägen, die es für diesen einen Film gibt, es gibt aber mehrere Vorschläge für ein Material, habe ich dann verschiedene Elemente mir zusammengebaut. Also wir haben zum Beispiel dieses Gruppenpuzzle gemacht, in dem verschiedene Schülerinnen und Schüler sich auf verschiedene Teile des Films konzentrieren und sich dazu Notizen machen und nicht einfach nur zusammenfassen, sondern es gibt auch direkt Fragen, die in dem Material vorgeschlagen werden. Und danach setzen sich dann in Expertengruppen gemischt zusammen und tauschen sich aus. Also das war auf jeden Fall eine sehr aktivierende Methode, weil die Schülerinnen und Schüler so ja, nicht einfach nur den Film geschaut haben, sondern und auch nicht nur einfach alles mitgeschrieben haben, sondern wirklich gezielt Informationen rausschreiben sollten. Im zweiten Teil haben wir dann die Zitate, also es gibt einige besonders wertvolle Zitate in dem Film, die auch in dem didaktischen Material aufgelistet sind. Ein weiterer Vorschlag war dann, dass die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen jeweils ein Zitat in einem Standbild darstellen sollten. Und das war auf jeden Fall für mich ungewöhnlich, das im Geografieunterricht zu machen. Das hört sich ja eher nach Theater, darstellendes Spiel an. Aber das hat den Schülerinnen und Schülern echt viel Spaß gemacht. Also sie haben dann die verschiedenen Zitate umgesetzt in einem Standbild und die anderen mussten dann erraten, welches Zitat das wohl ist. Also neue Möglichkeiten bietet das Material, weil es zum einen aktuell ist, also es ist ein neuer Film. Und zum anderen ist die Darstellungsweise für die Schülerinnen und Schüler spannend, weil es ein animierter Film ist, in dem man auf einer Traumreise durch die Geschichte der Armut begleitet wird. Man wird auch immer direkt angesprochen von dem Erzähler. Genau, und dadurch ist es möglich, dass extrem viele Facetten des Themas Armut angesprochen werden. Die didaktischen Hinweise helfen, dass man dann ein bisschen andersartigen Unterricht macht. Ich hätte ja, vielleicht wirklich nicht nur einfach den Film geschaut, auch einfach so, aber es hat auf jeden Fall geholfen, dass diese ganzen Leitfragen für die Kleingruppenarbeiten vorhanden waren, sodass wirklich alle was Sinnvolles zu tun hatten und sich später austauschen konnten. Der Kurzfilm hat den Schülerinnen und Schülern insgesamt sehr gut gefallen. Während des Schauens waren sie alle total still. Also es sind beides gute Kurse, aber sie waren besonders still. Das spricht ja auch dafür, dass es interessant war. Einige der
Die Themen, die angesprochen werden, sind auch sehr emotional oder auch etwas heftig, aber natürlich wichtig. Und da hat man schon gemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler teilweise auch betroffen waren, also durch sich erschrecken zum Beispiel. Das fanden sie toll. Und dass sie auch dieses Standbild machen durften im Geografieunterricht, war auch schön, dass sie auch sich bewegen konnten und rausgehen durften. Genau. Und ja, die Gruppenarbeit finden sie auch sinnvoll. Also dass sie sich gegenseitig helfen müssen, dass sie voneinander abhängig sind, hat auf jeden Fall motiviert. Insgesamt hat mir das Material sehr gut gefallen. Ich habe ja noch nicht alles eingesetzt bisher, vor allem diesen einen Film, Armutszeugnis. Der ist sehr gut angekommen. Ich würde ihn noch auf jeden Fall wieder einsetzen, vor allem in der Oberstufe, weil er schon ziemlich viele Themen anreißt, die etwas komplizierter sind. In die anderen Kurzfilme habe ich schon ein bisschen reingeschaut, kann mir auch vorstellen, dass man sie als Diskussionsimpuls reingeben kann. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, weswegen ich keine glatte 1 geben würde, sondern nur eine 1- ist, dass es ja auch immer die Originalsprache gibt. Also bei vielen Filmen ist sie auch noch vorhanden mit Untertiteln, mit deutschen Untertiteln versehen. Weil zum Beispiel der Film Armutszeugnis, der ist eigentlich auf Englisch produziert worden und wenn ich bilingual Geografie unterrichten möchte, würde ich den dann gerne auf Englisch einsetzen. Ja, aber ansonsten ist es ein tolles Material und ich würde es weiterempfehlen.